Wunderschönen guten Abend. Wir haben in der letzten Stunde über Adressen in Netzwerken gesprochen und haben gesagt, ja, da gibt es Layer 2 Adressen, also diese MAC-Adressen im Ethernet, und es gibt IP-Adressen, und dort wollen wir uns heuer eben um diese IPv4 Adressen kümmern. Gell? Und ja, das wollen wir da ein bisschen anschauen, und zwar wollen wir da nochmal unterstreichen, gell? Also es gibt Adressen eben an Schnittstellen, gell? Also typischerweise an solchen Netzwerkkarten, gell? Also Network Interface Cards, gell? Und dort können wir entweder keine Adresse haben, gell? Oder typischerweise wir haben eine Adresse an einer Schnittstelle, oder wir haben auch mehrere Adressen an einer Schnittstelle. Gell? Wenn wir da mal hineinschauen wollen, also machen wir da mal ein if-config. Gell? So. Und wenn wir da mal schauen, also hier haben wir drei Schnittstellen. Davon ist die eine Schnittstelle, gell? Das ist hier eben die kabelgebundene Schnittstelle. Die hat keine IP-Adresse, gell? Also ja, hängt kein Kabel dran, also ist sie auch nicht konfiguriert. Gell? Und auf der anderen Seite haben wir da eben dieses Loopback da, dieses interne Netzwerk, gell? Das hat eine Adresse. Gell? Und dann haben wir noch eben dieses Wireless, gell? Also die Wireless also hat auch eine Adresse bekommen. Gell? Das ist dann diese da. Okay, ja, und damit wollten wir uns ein bisschen beschäftigen. Und zwar zuerst mal die Konfiguration nochmal, ganz wichtig, sie kann manuell erfolgen, gell? Also ich kann in den Konfigurationen des Rechners die Schnittstelle eben dort konfigurieren, die Adresse zuweisen und ihre Eigenschaften, gell? Also das kann ich unter Linux machen, das kann ich auch unter Windows machen, gell? Theoretisch könnte ich es auch auf einem Handy machen, gell? Ja, dort wird es normalerweise eben nicht händisch gemacht, gell? Oder auch, ja, wo wird es denn händisch gemacht, gell? Öfter mal, ja, bei einem Server, gell? Oder bei einem Gerät, das eben eine eigene Adresse haben soll, unabhängig davon, ob irgendjemand im Netz ist oder nicht, gell? Das kann ein Router sein, zum Beispiel zu Hause, gell? Okay, also irgendwo eine manuelle Konfiguration, gell? In irgendwelchen Konfigurationsdateien. Oder ich kann es auch auf der Befehlszeile mal machen, gell? Ich kann also hergehen und ich kann da was eingeben und, ja, und dann habe ich eine Adresse vergeben. Gell? Ja, im besten Fall überlebt diese Adresse dann, solange der Rechner jetzt mal läuft. Gell? Aber ja, unsympathischerweise, gell, laufen auf sehr vielen Geräten irgendwelche Dienste, die dann dauernd versuchen, die Adresse zu vergeben. Und wenn ich die manuell verändere, gell, also wenn ich da hergehe und auf der Befehlszeile da und da Windows IP Config aufrufe da und die Adresse setze, gell, ja, und dann kommt da der Netzwerkmanager und überschreibt sie. Gell. Also ja, das gibt es nicht nur unter Windows, das kann man auch unter Linux passieren. Gell. Und zwar bei je moderner die Distro ist, gell, umso häufiger passiert das eben. Gell. Okay, auf der anderen Seite kann ich auch nicht nur manuelle Vergabe machen, sondern ich kann im Netz einen eigenen Dienst laufen haben, dieses DHCP. Und ja, dafür brauche ich einen solchen DHCP-Server irgendwo, und der vergibt mir Adressen. Nicht nur Adressen, der vergibt mir auch Eigenschaften des Netzes, gell, und informiert somit die Rechner über, ja, bestimmte Sachen im Netz, gell? Aber bevor wir weitermachen, Achtung, gell? Wenn ihr einen DHCP-Server konfiguriert und in ein produktives Netz hängt, gell, dann kann es lustig werden, gell? Weil dann vergibt ihr eventuell Adressen, gell? Jemand fragt, aha, ist da jemand, der mir Adressen vergibt, und euer DHCP-Server vergibt dann die Adressen, sagt, doch, ich habe eine Adresse, gell? Ob diese Adresse dann im Netzwerk gültig ist oder nicht, ob sie da zusammenpasst mit dem anderen Kollegen, der Adressen vergibt, gell? Das da ist dahingestellt, gell? Also aufpassen, gell?
Okay, also damit kann man viel Schaden anrichten. Wenn ihr es probieren wollt, gell? Wenn ihr das in meinem Netzwerk mal machen wollt oder auch ja, mit virtuellen Maschinen, dort geht es dann eigentlich recht problemlos, gell? Im Heimnetzwerk ist wichtig zu wissen, dass dort der DHCP-Dienst typischerweise auf einem Router läuft, gell? Also heute nimmt man einen Router mit nach Hause, steckt ihn ein und schon funktioniert alles, gell? Warum? Weil auf dem Router ein DHCP läuft, gell? Ja, was wird denn da vergeben? Es werden die IP-Adresse vergeben, gell? Die Netmask, die eben aussagt, wie viel wir in der IP-Adresse Netzanteil haben und wie viel wir Hostanteil haben, gell? Und es wird der Gateway typischerweise vergeben, gell? Der sagt, okay, das ist der, der mich in die große, weite Welt bringt, gell? Also der Wegweiser. Oder auch der DNS-Server ist so ein typischer, ja, typisches Datum, das vergeben wird, gell? Wie kann das passieren? Das kann dynamisch passieren, das heißt also der DHCP-Server, der vergibt aus einem Bereich von Adressen ja, eine Adresse, sagt, okay, das ist deine, gell, arbeite damit, gell. Oder es kann auch statisch erfolgen, gell. Also jemand hat dann brav die MAC-Adressen abgeschrieben, gell, und zu jeder MAC-Adresse geschrieben, welche IP-Adresse dazu gehört, gell. Ja, das sind so typische Sachen, die man da eben vergibt. Der DHCPD, das ist ein ganz typischer Dienst, den man im Linux-Bereich dafür einsetzt und ist so der Star unter DHCP-Servern. Und wenn man da so mal hineinschaut, gell, unter den Konfigurationen, findet man dann so Dinge wie zum Beispiel ja, da so, ja, der Range, gell, also dort der Range ist eben der Bereich von wo bis wo dynamische Adressen vergeben werden. Oder wenn wir da mal schauen, gell, also das ist jetzt ein Beispiel, wo man für eine bestimmte MAC-Adresse eine statische IP-Adresse dann zuweist, gell? Und ja, das heißt, dass dieser Rechner mit dieser MAC-Adresse wird dann immer, immer, immer diese Adresse vom DHCP-Server bekommen. Und ja, zum Beispiel in einem Firmennetz oder so, wo jemand dann sagt, na, 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 die sollen die Adressen nicht zufällig vergeben werden, gell? Da braucht es dann meistens einen jungen Wilden oder einen Praktikanten, gell, der mal Adressen sammelt, gell? Der also dann mal MAC-Adressen sammelt, aufschreibt, welcher Rechner das ist, wo der steht, gell? Und ja, so Inventar machen, gell? Also das ist auch eine aufregende Sache, gell? Also Network Management, gell? Und Inventarisieren von Hardware, gell? Das gehört oft zusammen dann, gell? Okay, also das ist die statische Vergabe von IP-Adressen in Abhängigkeit der MAC-Adresse. So, jetzt wollen wir noch was machen. Wir wollen Informationen über IPv4-Adressen sammeln, gell? Und zwar aus einer bestehenden Adresse. Wenn wir eine Adresse haben, gell, dann können wir mal feststellen, ist sie privat oder ist sie nicht privat, gell? Also da haben wir letztes Mal gesehen, gell? Also da gibt es diese privaten IP-Adressen und dort kann man schauen, ob es in einem Bereich der Privaten ist oder eben nicht, gell? Wir haben da letztes Mal so ein Beispiel gehabt, gell? Also 10.0.0.3, gell? Und das war eine private A-Klasse-Netzwerkadresse, gell? Okay. Oder ja, sie war privat und wem kann man sie zuordnen? Gell, der A-Klasse, haben wir gesagt. Okay, die Netzmaske, gell, kann man festlegen, die Netzadresse, gell, die Broadcast-Adresse, gell, und dann kann man festlegen, wie viele mögliche Rechner, gell, Hosts sagt man häufig, gell, in diesem Netzwerk adressiert werden können, gell, wie viele Adressen gibt es. Ja, gehen wir mal schauen, was ist denn die Netzmaske? Die Netzmaske gibt an, wie groß der Anteil eben des Netzes ist, gell, im Verhältnis zum Ganzen,
gell? Und die Maske da, gell? Wie wird denn die hingeschrieben, gell? Also die Maske, die wird häufig dezimal dann hingeschrieben, gell? Und dezimal für jedes Byte getrennt, gell? Und wenn wir da mal schauen, wir haben da eben 4 Bytes. Und wenn wir diese Maske da mal nehmen wollen, da, gell, dann umfasst diese Maske die ersten 3 Bytes. Und was kommt denn da raus? Da kommt so ein Ding raus, das dann ausschaut, 255.255.255.0. Gell? Warum 255? Weil alles 1 ist 255. Gell? Und wieder alles 1 ist dann wieder 255. Und dann nochmal alles 1, gell, ist dann nochmal 255. Und danach haben wir 0 im letzten Byte. Gell? Okay? Also da geht man einfach das da umwandeln ins Dezimale. Gell? Also hätten wir hier 255.255.255.0. Gell? Okay? Also gehen wir da mal. Okay, also wenn wir die da haben, nein, die da nehmen wir, wenn wir die haben, okay, dann wissen wir, aha, sie ist private, diese Adresse, geil, sie ist A-Klasse, geil, und die Netzmaske, geil, die ist 255.255.255.0. So, das nächste, das ist die Netzadresse. Was ist denn jetzt die Netzadresse? Die Netzadresse ist die Adresse, die für das Netzwerk selbst steht, gell? Also nicht für den Rechner im Netz, sondern für das Netzwerk als Ganzes. Und zwar wird da Folgendes gemacht. Es wird aus der Adresse der Hostanteil auf 0 gesetzt. Gell? Also, es wird nur der Netzanteil genommen und der Hostanteil ist 0. Und das ist dann die Netzadresse. Gell? Also, Netzadresse in dem Fall, was wird denn das sein? Wir nehmen also den Netzanteil und der Netzanteil, das sind in dem Fall die ersten 3 Bytes. Gell? Und die ersten 3 Bytes sind in dem Fall 10.0.0. Also 10.0.0. So, das ist also der Netzanteil. Und wenn wir jetzt den Hostanteil nehmen, das letzte Byte in dem Fall, und das auch auf 0 setzen, dann haben wir noch eine 0. Gell? Also ist die Netzadresse in dem Fall 10.0.0. Die nächste Information ist die Broadcast-Adresse. Gell? Ja, die Broadcast-Adresse, gell? Das ist diese Adresse, die uns alle Geräte im Netz anspricht. Gell? Also wenn wir da nicht eine 1 zu 1 Kommunikation machen wollen, sondern, oder 1 zu viele, sondern 1 zu alle, dann müssen wir auch alle adressieren können. Und das können wir mit der Broadcast-Adresse machen. Und was macht denn die Broadcast-Adresse? Die Broadcast-Adresse nimmt den Netzanteil, also in dem Fall die ersten 3 Byte, und den Hostanteil der Adresse. Dort wird jedes Bit auf 1 gesetzt. Gell? Also in dem Fall, wenn wir also den Hostanteil im vierten Byte haben, dann werden wir jedes Bit dort auf 1 setzen. Also steht dort hinten 255. Gell? Okay? Also was kommt denn dann raus? Also kommt raus 10.0.0 Punkt und dann kommt der Hostanteil auf 1 und das ist 255. Gell? Also die Broadcast Adresse, gell, wäre dann 10.0.0.255. Okay. Ja, machen wir ein anderes Beispiel. Und zwar nehmen wir die berühmteste Adresse, die wir vielleicht haben. Und zwar ist es dieses 192.168.0.1. Und ja, wenn wir das da, ich habe es mal in Google eingeben, gell, also
Da kommen 3 Millionen, über 3 Millionen Antworten heraus, gell? Und ja, warum ist das so berühmt, gell? Also das ist eine private Adresse, die gibt es also nicht einmal, gell? Sondern die gibt es sehr oft. Und sie wird eben typischerweise von Routern verwendet, gell? Router, die wir zu Hause dann auch einsetzen zum Beispiel. Und die sind meistens schon vorkonfiguriert, gell? Weil ja, ganz oft macht es eben Schwierigkeiten, wenn man dann jemand sagt, da musst du heute eine Adresse dem Router setzen. Also sind die Geräte meistens vorkonfiguriert und haben auf der LAN-Seite, also auf der privaten Seite, 192.168.0.1, gell? Ja, wollen wir mal schauen. Wie schaut denn das aus? Was ist denn 192? 192 ist 128 plus 64, oder? Gell? 128 plus 64, gell? Und dann ist der Rest kein 32er, kein 16, kein 8, kein 4, kein 2, kein 1, gell? Und dann noch 168, gell? Was ist denn 168, gell? Das wäre 128, gell? Und dann fehlen uns von 128 noch 40, gell? Also kein 64er, aber ein 32er, gell? Und jetzt fehlen noch auf die 40 8, wenn wir 32 wegnehmen, gell? Also haben wir kein 16er, aber ein 8er, kein 4er, kein 2er und kein 1er, gell? So, dann kommt 0 und 0 ist eben 8 mal 0, 0.0.0.0, 0.0.0.0. So, und dann kommt 1, gell? Also 0.0.0.0.0.0.0.0.1. So, das ist also binär unsere Adresse, gell? Ja, und jetzt wollen wir da mal schauen. Hier steht ein Slash 24 in dieser CDIR-Schreibweise da. Und ja, das heißt also, die ersten 3 Bytes sind Netzanteil. So, das ist unser Netzanteil. Und das letzte Byte ist der Host, gell? Und jetzt können wir beginnen, gell? Also, wenn wir da mal schauen. Also, haben wir noch ein bisschen Platz. Okay, also 192.168.0.1 slash 24, gell? Ja, schauen wir mal. Also, privat ist es, das stimmt. Dann ist es eine A-Klasse. Da müssen wir nachschauen gehen, gell? Wenn wir da mal schauen, da haben wir diesen Artikel gehabt. Und jo, schauen wir mal da. Aha, das ist eine C-Klasse, gell? Also, es beginnt mit 110 steht da und das ist eine C-Klasse dann laut dieser Definition, gell, also historisch, gell, also das ja, gehört fast in den Geschichteunterricht dann, gell, ja. Okay, also nicht A-Klasse, sondern C-Klasse, gell. Dann Netzmaske, Netzmaske stimmt, also slash 24 ist gleich und dann, was müssen wir machen? Wir müssen also den Netzanteil übernehmen, also die ersten 3 Byte müssen wir übernehmen, gell, für die Netzadresse und den Hostanteil, und das ist das letzte Byte, in dem Fall setzen wir auf, ups, das war falsch, so, den setzen wir auf 0. Broadcast-Adresse haben wir gesagt, wir nehmen den Netzanteil, also den gelben, und setzen den Hostanteil alle Bits auf 1. Gell? Was kommt denn dann raus? 192, 168.0. Und das letzte Byte, alles 1, wäre dann 255. Gell? Okay, also kommt raus 192.168.0.255. Okay. Ja, machen wir noch ein Beispiel. Versuchen wir mal. Und zwar, jetzt wollen wir 10.216.20.192 slash, ja,
Jetzt, das ist eine echte Adresse aus unserem Systemelabor, gell? Und das wäre /24, gell? Aber wir wollten jetzt was anderes machen. Wir wollten /28 machen. Okay? Dann ist das zwar keine Adresse mehr, wie sie in unserem Netz ist, aber zum Rechnen ist das interessanter. Okay, jo, dann wollen wir mal. Was ist ein 10? Ja, 10 ist 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. So, was ist denn 216? Also da ist sicher mal 128 drin, gell? Und 128 und wie viel ist 216, gell? Da fehlen uns 88, gell? Also ist ein 64er mit dabei. Und 64 und wie viel ist 88? Da fehlen 24, gell? Und in 24 ist also kein 32er drinnen, aber ein 16er, gell? Und dann fehlen uns 8, also ist hier der 8er und dann haben wir 0.0.0. So. Und dann steht 20. Was ist ein 20? 20 ist kein 128er, kein 64er und kein 32er, aber ein 16er und kein 8er und ein 4er und kein 2er und kein 1er. Und dann 131. Was ist ein 131? Das ist ein 128er und danach sind noch 3. Gell? Also kein 64er, kein 32er, kein 16er. Kein 8er, wo sind wir schon? Na, ja, nein. Also 64, 32, 16, 8, jawohl. Und kein 4er, aber ein 2er und ein 1er. So, jetzt haben wir das. Okay, also, und jetzt wollen wir die Informationen da rauslesen, gell? Zuerst markieren wir mal den Netzanteil, gell? Also der Netzanteil, das ist, ja. Das geht bis da, gell? Also die ersten 28 Bits. Und der Hostanteil, gell, der ist jetzt wirklich klein, gell? Das ist nur 4 Bits. Okay, ja, dann wollen wir mal, und zwar wollen wir diese Adresse also dann kennzeichnen. So, gehen wir mal schauen. Nehmen wir wieder alles mit. Und zwar, ist es privat? Okay, die Antwort ist ja, gell, das ist eine solche 10er-Adresse ist privat. Und zwar eine A-Klasse, das stimmt auch, gell? Die Netzmaske. Die Netzmaske, gell, ist also jener Teil der Adresse, gell, der den Netz kennzeichnet da, gell? Und das ist dann eben 255.255.255. Und dann haben wir noch diese ersten 4 Bits hier, gell? Und die müssen wir aufschreiben, gell? Also beginnen wir mal. Also die Netzmaske ist 255, 255, 255, Punkt. Und jetzt steht nicht mehr 0 hier, sondern jetzt steht da 128 plus 64 plus 32 plus 16. Und was ist denn das? Das ist dann 240. Gell? Okay. Also, oder ihr könnt es auch umgekehrt rechnen, wenn ihr die letzten 4 Bits herausnimmt, dann machen wir 255 minus 15 und das macht 240. Gell? Okay. Ja, die Netzadresse ist also jener Teil, gell, der eben im Netzanteil steht und der Hostanteil ist dann eben auf 0. So, aber jetzt müssen wir da von diesem 131er den ersten Teil mitnehmen, gell, und das ist der, wo hier eben 1, 0, 0, 0 steht und dann müssen wir den Hostanteil 0 setzen. Was bleibt übrig? Es bleibt diese 1 vom 128er übrig. Gell? Also ist die Netzadresse 10 216 20 Punkt 128. Gell?
Okay? Warum? Weil wir diesen Teil dort, die ersten vier Bits hier dieses letzten Bytes, die müssen wir dann nehmen und die letzten, also der Hostanteil, der wird dann 0. Gell? Also bleibt nur diese 1 übrig. Gell? Und das ist dann 128. Die Broadcast-Adresse, wir müssen also die Netzadresse nehmen und wir müssen den Hostanteil dazu nehmen, wenn wir dort alles einzeln dann hineinschreiben. Was heißt aber alles einzeln? Dann kommt heraus, dass wir zu den 128 plus 15 dazu zählen. Gell? Warum 15? Weil 15 dann der Hostanteil ist, wenn das alles 1 wird. Gell? Also, was ist denn 128 plus 15? Gell? Das wäre dann 143. Gell? Okay, ja, dann, ich glaube, das müsst ihr ein bisschen ausprobieren, gell? Oder nein, eines haben wir jetzt vergessen bei all diesen Übungen. Wir haben eine Eigenschaft nicht angeschaut, und zwar, wie viele Hostadressen gibt es in diesem Netz? Okay, ja, das ist jetzt ganz, ja, ich will es jetzt sagen, ganz einfach, aber die Regel ist nicht schwer. Und zwar, man muss also den Hostanteil nehmen, gell? Und wenn wir den Hostanteil nehmen, dann können wir die Gesamtanzahl von Adressen bilden, die es dort gibt. Und was muss man jetzt noch wegnehmen? Man muss zwei Adressen wegnehmen. Gell? Also die zwei Adressen sind einmal die, diese Netzadresse und einmal die Broadcast-Adresse. Die muss man rausnehmen, weil alles auf 0 oder alles auf 1 im Hostanteil ist dann schon verwendet. Gell? Wenn wir also da so ein Slash 24 haben, ein C-Klasse-Netz, gell, dann hätten wir 2 hoch 8, also 256 minus 2, gell, hätten wir hier drinnen also 254 Hostadressen. Gell? Und ja, hier hätten wir das Gleiche dort da oben, gell? Oder wenn wir dort unten sind, slash 28, gell? Slash 28, dann hätten wir hier nur mehr 4 Bit. 2 hoch 4 wäre 16, minus 2, dann hätten wir 14, gell? Also in einem solchen haben wir dann 14 Hostadressen, gell? Ja, und da wollen wir jetzt eben 2 Übungen machen, gell? Oder 3 Übungen machen. Und zwar nehmen wir mal 172.16. Ja, nehmen wir Punkt 0. Punkt 216. Nehmen wir slash 16. So. Und dann nehmen wir 100, wir nehmen die gleiche Adresse, aber nehmen einen, nehmen wir ein anderes Subnet, gell? Und zwar slash 28, gell? Okay, ja, rechnen Sie dann diese Eigenschaften aus, die wir hier auch berechnet haben, für diese zwei Adressen hier. Gute Arbeit!